Das zweite im Bereich Availability, Spielerverfügbarkeit, ist eine Bewegungseffizienzanalyse, wie gut bewegt der Athlet sich, aber dabei vor allem der Fokus auf, was kann er? Nicht, was kann er nicht, das interessiert mich erstmal nicht, sondern was kann er? Welche Fähigkeiten präsentiert er mir, wo wir sofort loslegen können, wo wir sofort Gas geben können? Kann er sprinten? Okay, gut, dann sprinten schon mal ein Mittel, mit dem wir trainieren können. Kann er Kniebeugen? Okay, das ist schon mal ein Mittel, mit dem wir arbeiten können. Ich habe selber den Fehler begangen, dass ich mich zu früh darauf fokussiert habe, was kann er nicht. Ich habe mich darauf fokussiert, was kann er nicht. Oh, wie fixen wir das? Wie können wir die Knöchelbeweglichkeit? Jeez, nein. Das ist erstmal überhaupt nicht relevant. Spannenderweise ist, wenn man sich auf das fokussiert, was der Athlet kann, was er uns präsentiert, wo ich grüne Ampeln habe. Aus dem Bewegungstest kann ich ja ableiten, welche Bewegungen, welche Mittel des Trainings sind mir verfügbar. Da, wo er grüne Ampeln hat, da lege ich erstmal los. Und das Spannende, was dann passiert ist, nach ein paar Monaten lösen sich vielleicht auch die Dinge, die er nicht konnte, einfach auf. Wenn ich das Training auf eine Art und Weise gemacht habe, wo der Athlet sich entfalten konnte. Wenn ich natürlich exakt vorgebe, wie er sich zu bewegen hat, wird das nicht passieren. Aber wenn es eine Spielform ist, in der er sich entfalten kann, innerhalb seiner grünen Ampeln, innerhalb der Bewegungseffizienzmöglichkeiten, die er mir bietet, sind viele von den Dingen, die vorher vielleicht ein Problem waren oder eine Dysfunktion, vielleicht schon weg. Und das ist auch psychologisch ein ganz wichtiger Faktor. Erstmal da anzufangen, was er kann. Und da legen wir los. Da holen wir uns das Potenzial raus. Viele Dinge können wir nicht. Ich kann 1000 Dinge nicht. Alle können 1000 Dinge nicht. Aber das ist sehr müßig, da die ganze Zeit drüber nachzudenken. Wollen wir darüber nachdenken? Ja, auf jeden Fall.